Die Person, die behauptet, er ist sinnlos erschaffen worden, dann soll er nur einen kleinen Test machen. Aber das solltest du nicht machen. Natürlich, ein vernünftiger Mensch wird sowas nicht machen. Versuch mal mit diesem Finger hier dein Auge zu zerdrücken. Ja, versuch mal, um herauszufinden, ob diese Auge sinnlos erschaffen wurde oder nicht. Ein vernünftiger Mensch wird das nicht tun. Warum? Weil er weiß mit Sicherheit, das Auge ist nicht sinnlos erschaffen. Damit kann ich sehen. Stell dir vor, machst du, dann hast du natürlich danach erkannt, wofür dieses Auge erschaffen wurde von Allah. Die ist nicht sinnlos erschaffen. Oder versuch mal, deine Ohren zuzubetonieren, ja, um herauszufinden, ob dieses Ohr von Allah einfach so sinnlos erschaffen wurde. Jeder vernünftige Mensch, der einen Verstand hat, um überhaupt einen Verstand zu haben, wird sofort antworten, das brauche ich nicht zu tun, sondern es hat einen Sinn. Also genauso, wenn jeder Körperteil in dir einen Sinn hat, du komplett als Mensch, hast du keinen Sinn? Frage